Hallo, hey, MSV-Fans, hier ist der Tugi Errat. Ich stehe jetzt vor dem Hotel Kaiserfels in St. Johann in Tirol. Und kommt mal mit, ich zeige euch mal ein bisschen unser Hotel. So, dann gehen wir mal rein. Das haben wir hier unsere Rezeption, Abteil. Einchecken. Fahrstuhl. Ganzes Stuff hier. Gehen wir hier durch. Also hier kann man so ein bisschen rumsitzen und alles. Gehen wir mal durch hier. Ja, ein Treppenhaus, können wir schon hochgehen. Schönes Foto von letztes Jahr, kann man sehen hier. Die ganze Mannschaft, Unterschriften. Jo, dann gehen wir mal in den Kaiserbar hier rein, wo die Spieler ein bisschen ausruhen können. Ich will schon einen Kaffee bestellen. So, wen haben wir denn da? Einmal Marc Flecken und Daniel Seiter. Schönen guten Tag. Grüß dich, Stucki. Wie geht's euch? Gut, dir? Gut, danke schön. Und? Deshalb habt ihr auch ein bisschen WM angeschaut, denke ich mal. Ja, bis ich dann irgendwann eingeschlafen bin. Für wen warst du? Ich habe schon gehofft, dass Frankreich gewinnen würde. Okay. Aber schade. Nach Ronaldo aus, warst du auch ein bisschen so am Heulen noch, oder? Nee, ja, also für Frankreich war es schon gut, dass er besser raus musste, aber... Okay. Und Daniel, jetzt haben wir eine Woche um. Und wie ist die Stimmung bei dir so? Stimmung bei mir und auch so in der Mannschaft ist gut. Die Späßchen bleiben nicht aus, aber man merkt schon, dass die Leute hier im Trainingslager schon gefordert werden und dass es schon anstrengend ist. Aber es ist kein Geheimnis, dass Trainingslager eben anstrengend sind. Da müssen wir jetzt durch und Stimmung ist gut soweit. Okay. Und ihr seid jetzt bei Torhütern, ne? Habt ihr auch so einen Konkurrenzkampf? Wie ist die Stimmung bei euch so? Stimmung ist in Ordnung. Ich glaube, dass alle drei, also jeder Einzelne will für die Nummer 1 gehen und solange wie es unter uns Kollegen eine positive Stimmung ist, dann können wir zusammen gut trainieren und darum geht es letztendlich. Kann ich mich nur anschließen auf jeden Fall. Gut. Gute Stimmung. Ein bisschen Respekt gegenüber den anderen einfach haben. Genau. Natürlich willst du, sage ich mal, Gas geben und so, das ist klar, aber Respekt muss da sein, dann kannst du auch gut arbeiten und es bringt nichts, wenn man da irgendwie im anderen einen reindrücken will oder was weiß ich. Es ist besser, wenn man mit Respekt umgeht und dann kann man sich da dementsprechend seine Leistung bringen. Genau. Gut, vielen Dank. Gerne. Bitte schön. Ich gehe so mal ein bisschen weiter, ein bisschen rumzeigen hier noch. Ja, viel Spaß dabei. Dann sehen wir uns noch. Ja. Ja. Mach es gut. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. So, hier kann man noch ein bisschen halt so für Freizeit, ne? Dart, Billard, Kicker. Gehen wir weiter. So, Mittagessen machen wir schön hier, schön draußen. Also hier sitzen wir alle zusammen in der Mannschaft. Da drüben ist Trainerteam, Staff, alles. Tagchen. Grüß dich. Habe ich noch ein Handy gefunden? Das gehört an von euch, gell? Schau, so sind wir die Ruhe zu euch. So, hier haben wir noch ein bisschen Essen noch, alles. Süppchen. Milchreis. So, gehen wir mal hoch. Hier kann man auch schön grillen, haben wir gestern Abend gemacht, mit dem ganzen Hotel-Stuff. Jetzt gehen wir mal hoch. Da oben schöne Berge. So, da haben wir Fabio und Thomas Blomeyer. Schönen Tag, Jungs. Servus. Wie geht's euch? Ja, ein bisschen warm. Läuft gut. Ich hab gehört, ihr seid zusammen im Zimmer? Ganz genau. Ist korrekt, und ja. Wer braucht so länger beim Duschen, beim Rausgehen? Erzähl mal. Ja, ist, denke ich, relativ ausgeglichen von der Zeit her im Bad. Ich brauche vielleicht ein bisschen länger für die Frisur.
Blomi schmiert sich dafür immer einen Franzbranntwein an die Oberschenkel. Da stinkt es dann wie in der Kreisliga-Kabine. Und da braucht er ein bisschen Zeit dafür. Also ich denke, es ist ausgeglichen. Blomi, was sagst du dazu? Ja, ich muss ihm leider recht geben. Nein, also Fabio legt ganz viel Wert auf seine Frisur. Ja, okay. Einer übertreibt. Erzähl mal, wie sind die Beine so? Tun die weh? Habt ihr schwere Beine? Nein, also eigentlich alles in Ordnung. Nein, Spaß. Also Trainingsbelastung ist schon sehr hoch, aber soll ja auch so sein. Wir wollen ja alle fit werden. Genau, denke ich auch. Also klar, wir sind alle müde jetzt gegen Ende des Trainingslagers auch. Also wir haben schon viele Einheiten in den Knochen. Es ging gut zur Sache. Haben heute früh auch schon wieder Läufe gemacht. Also ich denke, jeder Einzelne ist momentan am Limit. Gut. Wir haben jetzt zwei Testspiele gehabt. Wie fanden ihr die? Also ich denke, wir haben einen guten Eindruck gemacht. Die Mannschaft, alle haben sich aufgerieben, jeder hat sich reingeworfen. Jetzt gilt es halt in den letzten Wochen nochmal an den Feinheiten zu arbeiten, so bestimmte Abläufe einzuüben, einzustudieren. Aber ich denke, wir haben einen guten Eindruck alle, gell? Ja, ich denke auch, jeder hat Gas gegeben, jeder hat sich reingehauen, auch wenn er ein bisschen kaputt war, ist jeder an seine Leistungsgrenze gegangen. Die Testspielgegner waren gut, beide. Es fehlt natürlich noch ein bisschen an der Abstimmung, aber ich denke, das kommt jetzt auch mit den zusätzlichen Einheiten, die noch anstehen und den Testspielen, die wir noch vor uns haben, dass wir uns da gegenseitig besser aufeinander abstimmen können. Gut. Ja, Tugi, ich denke, es reicht jetzt. Du hast uns genug gelächert, jetzt bist du mal dran. Nein. Jetzt übernehme ich dir mal die Kamera. Tugi, komm. Kannst dich auch hinsetzen. Ist wahrscheinlich gemütlicher hier vor der schönen Kulisse. Hinsetzen noch irgendwo? Ja, wenn du willst. Tugi, ist okay so? Ja, super, sieht schön aus. Tugi, ja, erzähl mal, außer dass du hier in deiner freien Zeit mit der Kamera rumhantierst, was machst du noch so? Was machen wir denn so, ja? Wenn wir mal frei haben, was nicht oft vorkommt. Also wir waren gestern schwimmen mit der Hälfte der Mannschaft, war sehr schön. Wetter war ja zum Glück gut, wir haben es schön ausruhen können und ja. Ja, das ist gut. Klingt doch schon mal nicht schlecht. Und allgemein, was ist dein Eindruck? Wie wurdest du von der Mannschaft aufgenommen? Also von der Mannschaft, die Mannschaft ist sehr nett. Also wir wurden sehr gut aufgenommen, denke ich mal. Das spricht für jeden. Ja, sehe ich ähnlich. Wir haben ja erfahrene Spieler, junge Spieler, eine lustige Spieler. Also die Chemie passt und ich finde, alles ist bis jetzt gut gelaufen. Ja, wunderbar. Ich denke, sind wir soweit durch, oder? Also können wir ab zur Mittagspause, ja. Blumi freut sich auch schon auf seinen Mittagsschlaf. Auf jeden Fall. Der ist fast immer Pflicht. Deshalb verabschieden wir uns mal in die Mittagspause. Nachher steht noch eine Einheit an. Machen wir Cut. Servus, ciao.